Diese wunderschöne Schweißnaht wurde mit Fülldraht ohne Schutzgas geschweißt. Mit einem ganz einfachen Schweißgerät, mit einem ganz einfachen Schweißverfahren, das wirklich extrem einfach in der Anwendung ist. Und damit kann jeder schnell erste gute Schweißergebnisse erzielen. Und das ohne teure Gasflasche. Hört sich das gut an? Ja, hört sich gut an. Und ich habe hier noch viel mehr wirklich gute Ergebnisse mit Fülldrahtschweißen ohne Gas. Trotzdem gibt es immer noch Experten, die behaupten, das Ganze funktioniert nicht. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die kann man da wirklich elementar falsch machen. Die werden immer wieder falsch verstanden. Darum erkläre ich dir die wichtigsten Faktoren, wie du auch mit deinem Fülldrahtschweißgerät, mit deinem einfachen MIG-MAX-Schweißgerät wirklich solche Ergebnisse erzielen kannst. Das ist alles andere als ein Hexenwerk und das beweise ich dir in diesem Video. Ich habe einen jungen Mann hier gehabt, der ist 15 Jahre alt, der wollte unbedingt mal schweißen lernen. Wir haben uns eine Viertelstunde zusammen hingesetzt, haben eine Sicherheitseinweisung gemacht, haben angefangen zu schweißen. Und er hat auf Anhieb nach ein paar Minuten wirklich auch akzeptable Ergebnisse hingekommen. Also es ist wirklich sehr einfach. Vor allen Dingen ist es günstig, es ist mobil in der Anwendung und man hat damit viele tolle Möglichkeiten, ohne ein Vermögen für ein teures Schweißgerät und eine teure Gasflasche auszugeben. Das größte Problem beim Fülldrahtschweißen ist, das ist ein schlackebildender Prozess. Das spritzt ein bisschen, das raucht ein bisschen und nach dem Schweißen sieht das erstmal so aus. Aber das ist wirklich kein Problem. Wenn man einen guten Fülldraht verwendet, dann kann man das Ganze einfach abbürsten. Ich nehme hier einen Winkelschleifer mit einer rotierenden Drahtbürste und das ist schon mal das, was viele wirklich im ersten Moment abschreckt. Aber wie gesagt, Winkelschleifer mit einer rotierenden Drahtbürste, sowas kostet ungefähr 8 bis 9 Euro, kann ich hier unten auch verlinken, ist wirklich kein Problem. Kommt auf jeden handelsüblichen Winkelschleifer und Spritzer und dergleichen sind wirklich nach Sekunden schon kein Problem mehr. Jetzt haben wir das Pferd natürlich von hinten aufgesattelt, das heißt, wir haben erstmal die Spritzer beseitigt. Das ist aber so der größte Missverständnis, der größte Widerspruch. Man kann das bei einem modernen Fülldraht einfach abbürsten. Das sind hier verschiedene Geräte, ein Parkside Multischweißgerät, damit kann man wirklich super mit Fülldraht schweißen, wenn man die richtigen Einstellungen hat. Die MIG 160 macht das gut. Hier ist ein extra Fülldrahtschweißgerät, ein ME 130 Mini. Funktioniert wirklich alles sehr gut. Das heißt, alles einfache Technik, alles Geräte, die maximal knapp über 200 Euro kosten. Wichtigste Voraussetzung bei einem Gerät, damit man damit vernünftig Fülldraht verschweißen kann, wir müssen am Minuspol schweißen können. Das heißt, bei den Geräten kann man das vorne umstecken. Die Fülldrahtschweißgeräte schweißen am Minuspol. Bei anderen Geräten kann man es innen umpolen. Der Minuspol ist der kältere Pol und der ist wichtig zum Fülldrahtschweißen. Normales Max-Schweißen machen wir am Pluspol. Also wenn man dein Gerät nicht umpolen kann, dann kann man das schon mal vergessen mit Fülldrahtschweißen. Das ist wirklich so die grundlegende Voraussetzung Nummer 1. Der zweite ganz, ganz wichtige Faktor ist wirklich der Fülldraht. Ich kann euch nur raten, die beiden Fülldrähte hier, die schweißen. Die kriegt ihr bei Amazon, die kriegt ihr bei Haus und Werkstatt, die kriegt ihr bei verschiedenen anderen Händlern, kauft diese Fülldrähte. Es gibt zwar auch noch andere Varianten, meistens deutlich teurer, aber es gibt auch so viel Schund auf dem Markt. Also ich habe regelmäßig jemanden hier, der sagt von wegen, bei mir funktioniert das mit dem Fülldrahtschweißen gar nicht. Dann gucke ich, welchen Draht benutzt der, irgendeinen alten Draht. Fülldraht muss vernünftig gelagert werden und Fülldraht muss eine vernünftige Qualität haben, sonst funktioniert das nicht. Gerade diese eBay-Händler, die dann drei Rollen für 19 Euro verkaufen oder so, das ist meistens alles Schund. Es gibt immer mal Ausnahmen, natürlich, aber der Großteil ist Schund. Kauft euch einen vernünftigen Fülldraht. Die beiden, die ich hier habe, sind wirklich auch sehr bezahlbar und da garantiere ich, dass man da wirklich richtig gute Ergebnisse erzielt. Also wenn es damit nicht klappt, liegt es definitiv nicht am Fülldraht. Das ist wirklich ein wichtiger Faktor und ich habe das schon so oft in irgendwelchen Videos erklärt und gesagt, trotzdem wird sich immer wieder irgendein billiger Schrott gekauft. Auch irgendwelche Discounter verkaufen teilweise Fülldraht, der gut funktioniert. Dann aber auch wieder andere Chargen, die überhaupt nicht schweißen. Also ist sehr merkwürdig. Also ich kann das immer nur empfehlen, kauft euch einen vernünftigen Fülldraht. Wenn die beiden Faktoren stimmen, wir schweißen am Minuspol und mit dem richtigen Schweißzusatz, dann ist natürlich die Frage, wie schweißen wir Fülldraht? Ich zeige das hier mal in diesem Beispiel der Kehlnaht. Wir schweißen schleppend. Das heißt, es gibt das stechende Schweißen, das man schiebt, und es gibt das Schweißen, das man zieht.
Bei einem Füllderad bildet sich Schlacke aus und da müssen wir schleppend schweißen, ähnlich wie mit der Elektrode. Das heißt, ich bin hier in einer sehr neutralen Position, ungefähr 15 Grad gekippt den Brenner und dann ziehe ich den Brenner, habe hier so eine leichte Bewegung drin, von wegen, dass ich diese Kehlnaht richtig schön mitnehme, ein richtig schönes, gleichbleibendes, gleichschenkliges Dreieck hinterher als Naht erziele. Das ist meine Form des Schweißens. Füllderad wird immer schleppend geschweißt. Viele Leute haben das beim normalen Max-Schweißen stechend gelernt und nehmen das dann halt auch und gehen so halt auch zum Füllderadschweißen, schweißen da stechend. Das funktioniert in der Form nicht. Das heißt, wir müssen hier schleppend schweißen und das ist der nächste ganz, ganz wichtige Faktor. Hier das Ganze nochmal zu sehen, ohne dass ich schweiße. Das heißt, der obere und untere Winkel ist sehr gleich. Ich habe den Brenner ungefähr auf 15 Grad gekippt. Ich habe mich so positioniert, dass ich wirklich auch sehe, was ich da mache. Und dann schweiße ich hier in einer leicht rotierenden Version oder man kann halt auch eine ganz einfache Strichlage ziehen. Ich bevorzuge das immer so leicht zu pendeln bzw. so leicht mit dem Brenner zu rotieren, um dann hier wirklich auch eine bisschen kräftigere Kehlnaht aufzubringen. Der Füllderadschweißprozess ist meistens nicht so energetisch wie ein Max-Schweißprozess. Das heißt, hier kann man ruhig schön in Ruhe schweißen. Man sieht das hier auch von wegen, man schweißt ganz gemütlich in Ruhe, schweißt man wirklich seine Runden und oder seine Bewegung aus und wartet, bis sich die Naht richtig schön ausbildet. Das heißt, oft wird da viel zu hektisch geschweißt, viel zu schnell gezogen. Ich empfehle auch wirklich immer auf so einem 2-3 mm Blech zu starten. Wenn man dann die vernünftigen Einstellungen hat für sein Schweißgerät, zu den Einstellungen kann ich hier unten auch immer noch gerne was posten in die Beschreibung, dann kann man hier ganz in Ruhe schweißen und bildet hier wirklich wunderschöne Nähte. Ein bisschen Übung und man kriegt damit sehr, sehr gute Ergebnisse hin. Das Ganze ist jetzt bewusst sehr kurz gehalten, weil es auch wirklich nicht so schwierig ist. Am Minuspol eine rotierende Drahtbürste, einen vernünftigen Fülldraht und dann ist es wirklich die Bewegung, dass man hier schleppend schweißt und man kann mit Fülldraht wirklich gute Ergebnisse erzielen. Ohne Gasflasche, ohne ein teures, aufwendiges Gerät. Natürlich spritzt das, natürlich qualmt das Ganze. Man sollte das möglichst draußen ausführen, beziehungsweise mit offener Tür, am offenen Fenster. Ich habe eine Absaugung bei mir in der Werkstatt. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, sich sowas ganz einfach zu bauen. Das sind so ein bisschen die Nachteile. Aber im Prinzip von wegen ist es wirklich ein tolles Verfahren, gerade für die, die jetzt da nicht das Vermögen investieren wollen oder halt auch nicht so oft schweißen wollen, für die ist das wirklich eine tolle Möglichkeit. Ich habe das bewusst jetzt hier so ein bisschen kürzer gehalten, weil es wirklich auch nicht so komplex ist. Man kann sich jetzt an so eine Fülldrahtnaht setzen und kann da stundenlang irgendwo philosophieren drüber. Das Ganze macht es dann aber immer wieder zu komplex. Ganz einfach gehalten, ganz einfach die Basic. Und ich garantiere euch, wenn ihr diese Basics beherzigt, dann werdet ihr auch innerhalb kürzester Zeit wirklich vernünftige Schweißergebnisse erzielen. Ich habe jetzt hier einen jungen Mann, mit dem werde ich jetzt mal Fülldraht schweißen im zweiten Teil dieses Videos. Und ihr werdet sehen, in was für einer kurzen Zeit der wirklich auch schon ganz gute Ergebnisse erzielt hat. Wie gesagt, der ist 15 Jahre alt, der junge Mann, und wollte unbedingt mal schweißen lernen. Und wir haben uns hier insgesamt, glaube ich, mit ein bisschen vorher quatschen, ein bisschen hinterher quatschen, Sicherheitseinweisung, haben wir keine Stunde in meiner Werkstatt verbracht, eher so eine Dreiviertelstunde. Und wie gesagt, das reine Schweißen üben hat wirklich eine Viertelstunde gedauert und dann waren da die ersten Ergebnisse da. Das Ganze soll jetzt als Motivation, aber auch natürlich als Kurzanleitung dienen. Ich werde das komplett nochmal als Video hochladen. Ich habe da viel gequatscht, habe da viel vertont, habe da viel Material zusammen. Das ist jetzt so die Kurzform. Das heißt, wir haben erstmal Strichlagen geübt. Ich habe ihm eine Strichlage vorgeschweißt, das Ganze jetzt so ein bisschen korrigiert. Er schweißt hier schleppend auf einem 3 mm Blech Strichlagen mit einem 0,8er Fülldraht. Zwischendurch mal korrigiert und die erste Naht war natürlich noch so ein bisschen kruckelig, die zweite Naht war schon besser und die dritte Naht sieht schon wirklich gut aus. Was wir im Vorfeld natürlich gemacht haben, wir haben uns um die Schutzausrüstung gekümmert. Ich habe hier nebenan eine Absaugung, habe ihm so die Gefahren erklärt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, das kommt dann in dem kompletten Video.
Und das ist so das erste Ergebnis. Das heißt, zwei Strichlagen, die hier so ein bisschen verunglückt sind. Und hier die dritte Strichlage, die ist schon alles andere als verkehrt. Als nächstes haben wir dann mal zwei Bleche zusammengeschweißt. Und das funktioniert schon erschreckend gut. Man sieht hier von wegen, die Bleche sind kurz gepunktet. Und jetzt schweißt er hier schon seine erste Naht. Vorher die Naht immer einmal abgehen und dann wird hier schleppend einmal rübergeschweißt. Das Ganze wird gebürstet. Man sieht, dann hat man hier wirklich auch keine Spritzer mehr und das ist schon ein akzeptables Ergebnis. Zwischendurch immer mal begutachten, aber sieht man, die erste Strichlage ist geschweißt, die Bauteile sind miteinander verschweißt. Genauso geht das Ganze jetzt mit der Kehlnaht. Das heißt, einmal vormachen, einmal zeigen. Wir haben das ja eben schon in dem Video besprochen. Ich habe das hier auch nochmal detailliert gezeigt, wie man eine Kehlnaht schweißt. Das heißt, schleppend schweißen, leicht pendeln schweißen, den richtigen Winkel anstellen und dann kann das Ganze losgehen. Ich habe hier auch wieder diese 3 mm Bleche geheftet und das Ganze dann einmal vorgeschweißt. Ich empfehle immer so zum Üben 2, 3, maximal 4 mm, aber auch nicht dünner als 2 mm, dass man da wirklich so diese ersten Übungsstücke nimmt. Wenn man gar nichts hat, dann empfehle ich immer Vierkantrohre, habe ich hier seitlich auch schon aufgebaut. Das heißt, dass man sich so ein paar einfache Übungsstücke baut und da wirklich erstmal alles zusammenschweißt, was nicht nied- und nagelfest ist. Man kann für diesen Prozess wirklich nur ein Gefühl kriegen, wenn man das Ganze übt. Auch der junge Mann übt das Ganze hier erstmal nochmal so ein bisschen eine Einweisung und dann kann das Ganze losgehen. Erste Naht wird natürlich nicht perfekt. Das heißt, man muss das schon so ein bisschen üben, aber im Prinzip ist das wirklich alles andere als schwierig. Ich finde das Fülldrahtschweißen halt immer wieder schön, weil es macht es wirklich möglich, dass jeder, der da zu Hause auch nur ein kleines Budget hat, da wirklich zu Hause schweißen kann. Es ist schön, wenn man damit draußen schweißt, wenn man damit mobil schweißt. Wichtig ist immer, wenn man solche ersten Ergebnisse hat, dass man das vernünftig begutachtet. Dann sieht man schon, ja, die erste Phase, die habe ich gar nicht mal so verkehrt hingekriegt. Danach bin ich ein bisschen unruhig geworden, bin ich zu schnell geworden. Und so kann man dann wirklich seine Schlüsse ziehen. Und dann heißt es halt üben, üben, üben. Man sieht hier schon, er heftet sich das hier auch schon alles selber nach so ein paar Minuten. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach vom Prinzip her. Die zweite Kehlnaht, die er hier schweißt, die sieht schon deutlich besser aus. Die sieht schon deutlich ordentlicher aus. Ich will immer nicht behaupten, dass das Ganze extrem einfach ist, aber ich will auch wirklich alle diejenigen so ein bisschen mundtot machen, die das immer so ein bisschen verschreien, weil sie einfach keine Ahnung haben. Schlimm ist, wenn man selber keine Ergebnisse hinzieht, dass man es anderen dann madig redet. Das ist die zweite Kehlnaht, die er geschweißt hat, die finde ich schon mal nicht verkehrt. Fehlt natürlich noch die Gleichmäßigkeit, er übt da noch ein bisschen weiter, er will noch mal vorbeikommen, um das noch besser hinzukriegen, ist natürlich alles machbar. Aber im Prinzip von wegen sieht man, wie schnell man hier wirklich nach einer Viertelstunde reine Schweißzeit oder Übungszeit beim Schweißen mit einer Sicherheitseinweisung vorher, wie schnell man da wirklich gute Ergebnisse mit so einem einfachen Schweißverfahren erzielen kann. Hast du noch Fragen zum Fülldrahtschweißen, Anmerkungen zum Fülldrahtschweißen, dann kannst du mir das gerne hier in die Kommentare schreiben. Freue ich mich immer drüber. Ich verlinke hier unten drunter was zu den Einstellungen zum Fülldrahtschweißen. Ich verlinke selbstverständlich den Fülldraht, den wir hier verwendet haben. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Schweißen, auch mit Fülldraht. Das ist natürlich echt ein tolles Verfahren. Darum haue ich dafür immer wieder auf die Trommel. Man braucht keine teure Gasflasche. Man ist damit mobil. Man kann draußen arbeiten. Es kann auch mal ein bisschen stürmen, ein bisschen windig sein. Dir weht kein Schutzgas weg. Also ich finde, das Verfahren hat sich wirklich toll entwickelt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.